Während ich glaubte, ich würde lernen, wie man leben soll, habe ich gelernt zu sterben. Wer an einem Tag reich werden will, wird in einem Jahr gehängt werden. Es ist durch die Erfahrung bewiesen, dass einer, der nie traut, auch nie betrogen wird. Die Mitteilungsmöglichkeit des Menschen ist gewaltig, doch das meiste, was er sagt, ist hohl und falsch. Die Sprache der Tiere ist begrenzt, aber was sie damit zum Ausdruck bringen, ist wichtig und nützlich. Der Augenblick ist zeitlos. Binde deinen Karren an einen Stern. Alles in der Welt ist merkwürdig und wunderbar für ein paar wohlgeöffnete Augen. Kritisiere einen Freund heimlich und lobe ihn öffentlich. Was man in seiner Jugend erwirbt, dient im Kampf gegen das Elend des hohen Alters. Und wenn du willst, dass dein Alter sich aus Weisheit nähre, so sorge dafür, solange du jung bist, dass es in deinem Alter nicht an Nahrung mangelt. Man mag noch so viele Nullen zusammenzählen, wie man will. Es gibt auch keine Eins. Jede kleine Ehrlichkeit ist besser als eine große Lüge. Malerei ist eine stumme Poesie und die Poesie ist eine blinde Malerei. Geduld dient als Schutz gegen Unrecht, genau wie Kleidung gegen Kälte. Es wird die Zeit kommen, da das Verbrechen am Tier genauso geahndet wird wie das Verbrechen am Menschen. Die Zeit wird kommen, da die Menschen wie ich die Tiermörder mit gleichen Augen betrachten werden wie jetzt die Menschenmörder. Die Wissenschaft verjüngt die Seele und vermindert die Bitterkeit des Alters. Die Ungleichheit ist die Ursache aller örtlichen Bewegungen. Die Katze ist das Meisterstück der Natur. Die Liebe ist die Tochter der Erkenntnis. Die Liebe ist umso glühender, je tiefer die Erkenntnis ist. Bei einem Fluss ist das Wasser, das man berührt, das letzte von dem, was vorübergeströmt ist, und das erste von dem, was kommt. So ist es auch mit der Gegenwart. Das Ende eines Dinges ist der Anfang eines anderen. Das Experiment irrt nie. Es irren nur eure Vorurteile, die sich eine andere Wirklichkeit versprechen, als sie in unserer Erfahrung begründet sind. Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Wo viel Gefühl ist, ist auch viel Leid. Wie ein gut verbrachter Tag einen glücklichen Schlaf beschert, so beschert ein gut verbrachtes Leben einen glücklichen Tod. Wer wenig denkt, der irrt viel. Wer seinem Stern folgt, kehre nicht um. Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. Wir leben vom Tode anderer. Wir sind wandelnde Grabstätten. So wie das Eisen außer Gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung. Und wenn du allein sein wirst, wirst du ganz dein sein. Die Furcht entsteht viel früher als alles andere. Bedenke, dass du die Sorgfalt eher lernen sollst als die Fertigkeit. Wo man schreit, ist keine klare Erkenntnis. Wie viel Schönheit empfängt das Herz durch die Augen? Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung. Du hast zu zeigen, dass die Erde ein Stern ist und so den Adel unserer Welt zu erweisen. Ein gut angewendetes Leben ist lang. Wissen ist das Kind der Erfahrung. Wer von der Erfahrung etwas erwartet, was nicht in ihr liegt, der entbehrt der Vernunft. Beobachte das Schwimmen der Fische im Wasser und du wirst den Flug der Vögel in der Luft begreifen. Nichts Hohes erreicht ein Künstler, der nicht an sich selber zweifelt. Wenn auch der menschliche Geist durch vielfache Erfindungen mit verschiedenen Instrumenten auf dasselbe Ziel zugeht, nie wird er eine Erfindung machen, die schöner, leichter und kürzer wäre als die Natur. Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. Die Wahrheit war immer nur eine Tochter der Zeit. Die größte Täuschung, an der Menschen leiden, ist von ihren eigenen Meinungen. Die kleinen Zimmer oder Behausungen lenken den Geist zum Ziel. Die großen lenken ihn ab.
Das größte Vergnügen ist die Erkenntnis. Der Mensch ist nicht nur, nach Auffassung der Renaissance, das Maß aller Dinge. Er ist gleichsam das Modell für den Kosmos. Das Glück besteht darin, in dem zu Maßlosigkeit neigenden Leben das rechte Maß zu finden. Das Auge, welches man auch das Fenster der Seele nennt. Die Dummheit schützt vor Schande, gleich wie die Dreistigkeit vor Armut. Wer zur Quelle gehen kann, gehe nicht zum Wassertopf. Je dunkler der Himmel ist, desto heller werden die Sterne erscheinen. Ich habe Gott und die Menschheit beleidigt, weil mein Werk nicht die Qualität erreichte, die es hätte haben sollen. Geniale Menschen beginnen große Werke, fleißige Menschen vollenden sie. Keine Wirkung in der Natur ist ohne Vernunftgrund. Erkenne den Vernunftgrund und du bedarfst nicht des Experiments. Wer heute nur immer das tut, was er gestern schon getan hat, der bleibt auch morgen, was er heute schon ist. Der Mensch, das Augenwesen, braucht das Bild. Die Zeit verlängert sich für alle, die sie zu nutzen verstehen. Die Wissenschaft ist der Kapitän und die Praxis, das sind die Soldaten. Gelübde beginnen, wo die Hoffnung tot ist. Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Hüte dich vor den Lehren jener Spekulanten, deren Überlegungen nicht von der Erfahrung bestätigt wird. In der Natur ist kein Irrtum, sondern wisse, der Irrtum ist in dir. Lernwillige Meister sind selten. Man kann etwas erst lieben oder hassen, wenn man genaue Kenntnis davon hat. Liebe siegt über alles. Wer das Leben nicht schätzt, der verdient es nicht. Wer das Böse nicht bestraft, befiehlt, dass es getan werde. Wer die Mauer untergräbt, wird unter ihr begraben. Wer nicht kann, was er will, muss das wollen, was er kann. Denn das zu wollen, was er nicht kann, wäre töricht. Wer sich in einer Streitfrage auf die Autorität beruft, gebraucht nicht die Vernunft, sondern eher das Gedächtnis. Das wahre Wissen kommt immer aus dem Herzen.